Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Day of the Tentacle Remastered, dem direkten Nachfolger von Maniac Mansion. Wundert mich eigentlich, dass Maniac Mansion gar nicht mehr im Titel ist, nicht mal das Untertitel. Ich glaube, das Originalspiel hieß eigentlich Day of the Tentacle Doppelpunkt Maniac Mansion 2, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest in irgendeiner Version gab es den Namen, glaube ich. Aber hier spielen wir nur noch die Remastered Edition. Die auf Steam eine unglaubliche Userwertung von 100% hat, 10 von 10. Ich glaube, jeder findet das Spiel geil. Ich bin gespannt. Es ist von Double Fine. Tim Schäfer war er beteiligt bei dem Spiel oder sogar maßgeblich beteiligt. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen, denn Tim Schäfer ist ja schon für ziemlich coole und clevere Ideen bekannt und ziemlich witzige Umsetzungen. Mein persönlicher Favorit von Double Fine ist wahrscheinlich nach wie vor Psychonauts. Das finde ich super. Bin schon sehr auf den zweiten Teil gespannt, der nächstes Jahr kommen soll. Und freue mich jetzt schon hier wirklich auf Day of the Tentacle. Nachdem Maniac Mansion, ein Spiel, das fast so alt ist wie ich, relativ gut wirklich gealtert ist und immer noch Spaß gemacht hat, wenn ich auch ein bisschen Guide-Hilfe gebraucht habe und wenn auch ein paar frustrierende Sachen drinstecken, bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses Spiel hier, denn hier wurden tatsächlich anscheinend Dead Ends, also quasi Sackgassen, in denen der Spieler scheitert, ohne es zu wissen, bis zu einem gewissen Punkt entfernt. Was dem Spielfluss natürlich und der Freude am Rumexperimentieren natürlich sehr zugute kommt. Jo, starten wir mal. Zum Starten X drücken. Neues Spiel, Bonus Options. Schon mal ein schöner Bildschirm, ne? Gefällt mir. Gehen wir mal auf Option. Schauen wir mal schnell. So wird gespielt. Extra Blatt. So wird gespielt. Bewegen. Im Hintergrund ist auch noch so. Aber das ist eher so ein. Aber auch so in dem Stil von so Zweiter Weltkriegs-Nachrichten. Deswegen bin ich gleich in diesen deutschen Radiosprecher Anfang der 1900er gefallen in diesen Turnus. Wähle dein Zielort mit dem linken Stick und drücke X, um dich dorthin zu bewegen. Na dann, so wird gespielt. Steuerung, Einstellung. Ach, man könnte auch auf Klassisch spielen. Lassen wir mal auf Remastered. Das ist schon okay, glaube ich. Untertitel mache ich mal an. Sprache, Text, ja. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil das ist ein bisschen ein älteres Spiel, auch wenn es jetzt Remastered ist, vor deutscher Synchronsprache in Videospielen. Das kann ins Auge gehen, aber natürlich lassen wir es auf Deutsch. Damit es auch jeder wirklich versteht, was hier vor sich geht. Schauen wir mal kurz zu Bonus. Konzeptentwurf-Galerie muss man wahrscheinlich erst freischalten. Entwicklerkommentar aus. Oh, das mit Entwicklerkommentar spielen wäre sicher auch nicht uninteressant. Ich habe Portal. Portal ist, glaube ich, das einzige Spiel, das ich ziemlich weit mit Entwicklerkommentar gespielt habe. Und das war tatsächlich ziemlich interessant. Aber jetzt starten wir hier ein neues Spiel. Möchtest du die Entwicklerkommentare aktivieren? Nein. Nein, nein. Nicht jetzt zum ersten Mal hier spielen. LucasArts! Ein Fisch. Noch ein Fisch. Oder der gleiche. Man weiß es nicht. Ein Vogel. Drei Vögel. Gift. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich.
die Welt erobern! Er hat Arme. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Zurück zum Tollhaus. Also, come on, Leute. Lasst doch wenigstens den Namen Maniac Mansion drin. Also, ich meine, come on. Okay, von mir aus. Dann fahren wir halt zurück ins Tollhaus. Um Himmels Willen. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Na, hier hat sich aber ganz schön was verändert, ne? Menü öffnen, Rendermodus wechseln, auf Knopfdruck. Cool. Durchs Inventar blättern. Hervorheben von Objekten. Charakter wechseln. Entwicklerkommentare kann man auch einfach an- und ausmachen. Vielleicht könnten wir die doch anmachen. Ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass die in die Dialoge quatschen oder so. Inventar öffnen. Abbrechen, überspringen. Okay, kriegen wir schon hin. Okay, momentan kann ich keine Charaktere wechseln oder sonst was. Besser nicht.
Moment mal, wie interagiere ich denn mit irgendwas? Ah, Chuck die Pflanze. Aber wirklich jetzt, ich kann zwar da hingehen, aber ich mache sonst nichts damit. Das ist ein bisschen komisch. Zettel. Ich würde den gern nehmen. Ah, so. Gib Zettel, benutze Zettel, schau Zettel an. Fangen wir mal damit an. Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Nutzzettel mit. Ich würde den Zettel eigentlich gern lesen. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. Ach so. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Wir haben einen Staubsauger im Keller. Macht uns das zu Amerikanern? Ich hoffe nicht. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Ich finde es gut, dass Bernhard unser Hauptcharakter ist. So, dann schaue ich mir alles andere nochmal an. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Es ist schon kalt genug. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ein gartenbaulicher Albtraum. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Der Kaugummi mit Groschen drin. Benutze Kaugummi mit Groschen drin. Es klebt am Boden fest. Brauchen wir wahrscheinlich erst irgendwas, um Kaugummi zu lösen oder sowas in der Art. Es klebt am Boden fest. Okay, ich verstehe. Schauen wir mal, ob jemand da ist. Ob jemand kommt, wenn wir hier klingeln, oder? Pling! Und wenn nicht, nehmen wir es mit. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Na schön. Well played, well played. Hier hat sich aber ganz schön was verändert in der Villa, ne? Ich meine, die Uhr ist noch da. Aber die Architektur, hier wurde ganz schön umgebaut. Ein bisschen schief auch, muss man sagen. So, sie ist hinter die Doppeltür gegangen, ne? Da müssen wir eigentlich nicht hin. Ich gehe mal zu der Tür. Schauen wir mal, ob wir die öffnen können. Ah, das geht. Ach, guck mal. Ah, das ist so schön gemacht, dieser Wechsel, ne? Mir gefällt irgendwie fast der Stil von dem Alten tatsächlich besser. Die Figur sieht irgendwie besser aus, finde ich. Gefällt mir gut. Aber so schön gemacht, wie das dann reinzoomt, ne? Die neuen Modelle geladen werden und auch das Menü sich verändert. Oh, da weiß ich jetzt, also das gefällt mir so echt fast besser. Ja, vielleicht werden wir ab und zu mal hin und her wechseln. Haben wir was fürs Auge. Aber das ist schön gemacht. Aber jetzt warte mal, wie mache ich denn im... Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Mündschacht. Wie verändere ich denn meine Befehle im... Klassik-Modus? Oh Gott, Hilfe. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Mündschacht. Vielleicht, ich glaube, es ist schon irgendwie... Es ist so besser zu spielen. Ich kann auch nur hier den Zoom benutzen und hier Darth Vader. Überall diese LucasArts-Referenzen natürlich auch. Was haben wir denn hier? Ein wunderschönes Bild. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Bild ziehen. Aha! Es sind immer Safes hinter Bildern. Immer. Nur können wir damit jetzt nicht viel anfangen, wahrscheinlich. Das Safe ist geschlossen. Ich kenne die Kombination nicht. Ich auch nicht. Benutzen wir mal das Telefon oder schauen uns das zumindest mal an. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Na dann. Ich habe mein Adressbuch vergessen. Sogar 110 würde sich nicht um dieses Problem kümmern. Ein Schweizer Starbuch. Starbuch? Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig.
Familienfotos. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Ich habe mich da in dem ersten Teil schon gefragt. Wahrscheinlich ist erst durch den Einsturz des Asteroiden so geworden, ne? Aber was ist eigentlich mit den Tentakeln? Was ist deren Origin-Story? Diese Leute möchte ich nicht in meiner Tasche tragen. Geschlossen. Da ist Korrekturflüssigkeit drin. Tippex. Na, Tippex nehmen wir mit, oder? Kann man ja nie wissen, ob man es nicht noch braucht. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Ist das eine Kamera? Ja. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Wir gucken so ein bisschen, ne? Out of order, aber glauben wir das? Mal gucken. Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht ist es gesichert. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Mündschacht. Ah, irgendwas im Mündschacht, genau. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Soweit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Yeah! Sterbt! Sterbt!
Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh! Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Okay. Sehr schön. Na schön, Leute, dann machen wir jetzt hier für heute mal Schluss. Und morgen geht's dann genau hier weiter. Bis dann. Ciao.